Ja, hallo. Freut mich, dass ihr alle da seid. Bevor ich mit meinem eigentlichen Hauptthema anfange, natürlich kurz etwas zu meiner Person. Ich bin Philipp Geißler. Ich engagiere mich bei Code for Hamburg für offene Daten und dabei vornehmlich für offene Kulturdaten. Und was Kulturdaten sind, darauf komme ich gleich. Ich habe einen Coding DaVinci Hackathon selber durchgeführt, 2016 hier in Hamburg und rede sozusagen aus dieser Erfahrung heraus. Muss allerdings vorweg schicken, ich habe keine offizielle Funktion bei Coding DaVinci mehr. So, also ich gehöre zur Familie und vertrete sehr gerne leite sehr gerne das Wort weiter. Aber nur, dass das klargestellt wird, das Ganze landet ja auch im Netz. Dass man jetzt nicht denkt, mein Wort ist Gesetz. Dafür, also als Autorität, ist alles codingdavinci.de. So, und damit komme ich zur Präsentation. Ich möchte anfangen mit einem mehr oder weniger typischen Bild aus einem Archiv, wie es in einer Bibliothek oder in einem Museum auch gerne mal aussehen kann. Wie man sieht, ist das nicht unbedingt übersichtlich. Und wenn man sich jetzt vorstellt, dass das Museum für Kunst und Gewerbe zum Beispiel in Hamburg hier auf seiner Webseite schreibt, dass sie über 500.000 Objekte in ihrer Sammlung haben, dann kann man sich vorstellen, dass man schnell mal die Übersicht verliert. Und das ist natürlich der Grund, warum es den Beruf des Archivars gibt oder der Archivarin, die nichts anderes zu tun haben, als sich darum zu kümmern, das irgendwie zu sortieren und aufzubereiten. Und glücklicherweise gibt es inzwischen Computer. Das heißt, man kann diese Aufgabe digitalisieren. Und das war tatsächlich der Ausgangspunkt für die Digitalisierung von historischen Objekten und Kunstwerken in Museen, Galerien und Bibliotheken. Erstmal schlicht, sagen wir mal, zur Buchhaltung. Gar nicht mal zur Darstellung nach außen. Was sind das dann für Dinge, die bei der Digitalisierung entstehen? Das hier ist ein kleiner Auszug von Objekten, die wir beim Coding DaVinci Hackathon 2016 hier in Hamburg zur Verfügung gestellt bekommen haben. Das reicht also von dem zu erwartenden Kunstbild über historische Karten oder Werbeplakate. Wir hatten eine komplette Münzsammlung digitalisiert. Es können Fotos sein, Filme, was hier natürlich nicht wiederzugeben ist, sind Tonaufnahmen. Also es wird alles digitalisiert, was eben im historischen Kontext gesammelt wird. Und es geht natürlich dabei nicht nur um die digitale Wiedergabe der Objekte selber, sondern es geht natürlich auch um die wissenschaftlichen Informationen, die die Institutionen da mit erfassen. Das ist hier in diesem Textblob, den ihr dort seht, so als Beispiel mal festgehalten. Das sind natürlich intern die Inventarnummer, da sieht man, wo das Ganze herkommt. Aber es sind Informationen über das Material und so weiter und so fort, die dann plötzlich digital zur Verfügung stehen und nicht mehr nur in irgendeinem Buch handschriftlich niedergelegt sind. Und damit werden sie natürlich digital auswertbar. Dann kam das Internet und irgendwann sind selbst die manchmal etwas behäbigen Institutionen auf die Idee gekommen, dass es notwendig ist, eine Präsenz im Internet zu haben. Und dann etwas später setzte sich auch durch, dass, Moment mal, wir haben ja hier Dinge digitalisiert und wunderschöne Bilder, die könnten wir ja auch zur Werbung darstellen. Und zunehmend ist es tatsächlich dazu gekommen, dass Museen eine Online-Sammlungen zur Verfügung stellen, die meistens, so wie hier in einer Auswahl dargestellt, dann über eine Suchbox den Zugriff auf all das zur Verfügung stellen, was sie digitalisiert haben und was man in ihrem Museum sehen kann. Vor allem natürlich zu Werbezwecken, aber eben auch zur sozusagen Ergötzung des Publikums und zur Fortbildung. Allerdings ist eben der Punkt, naja gut, wenn sich jemand auf diese Seite verirrt, dann hat er da diese Suchbox. Was macht man denn jetzt damit? Und was genau hat das Museum eigentlich davon? Und so richtig hatte darauf lange Zeit niemand eine Antwort. Also, was
macht man jetzt eigentlich mit diesen ganzen digitalisierten Dingen, die da so mehr oder weniger öffentlich zur Verfügung gestellt werden? Und Coding Da Vinci ist sozusagen der Versuch einer Antwort darauf. Und ich würde fast behaupten, nicht mehr nur der Versuch, sondern der Nachweis, dass es auch anders geht und dass man tatsächlich großartige Dinge mit den digitalisierten Werken machen kann. Und ich will im Anschluss dann einige Beispiele aus der Geschichte von Coding Da Vinci vorstellen, um da eine Idee zu geben und die vielleicht auch hier für den Hackathon heute Inspiration sein können. Coding Da Vinci wurde 2014 erfunden, sage ich mal, von den Gründervätern und Müttern der Deutschen Digitalen Bibliothek, Wikimedia Deutschland, der Open Knowledge Foundation und der Digitalen Servicestelle in Berlin. Die haben sich zusammengesetzt und eben sich genau diese Frage gestellt, wie kann man auf der einen Seite Bürgerinnen und Bürger dafür begeistern, sich mit den digitalisierten Werken auseinanderzusetzen und eben etwas mehr hinter diese Suchbox zu stecken. Das andere ist die andere Seite, wie kann man Museen überzeugen, zum einen nicht nur ihre digitalisierten Sammlungen zur Verfügung zu stellen und sozusagen auszustellen, sondern unter eine Lizenz zu stellen, damit man diese Sachen auch kreativ nutzen kann. Und da sind wir sozusagen bei der Schnittmenge mit OER, mit dem Open Educational Resources. Es geht um das Open bei Coding Da Vinci. Coding Da Vinci möchte nämlich, dass am Ende sowas bei rauskommt. Das hier ist ein Beispiel, das außer Konkurrenz lief. Hier wurde der Sündenfall als digitalisiertes Bild auseinandergenommen und in Einzelteile geschnitten, um daraus bewegbare Objekte zu machen. Und dann gibt es ein ganzes Spiel drumherum und man kann interaktiv selber den Apfel, den Sündenfallenden in die Hand drücken. So. Also wie kann man diese digitalen Dinge kreativ nutzen, um Menschen auf andere Wege an die Kunst und an die Geschichte ranzuführen? Und die Macher von Coding Da Vinci haben erkannt, dass man das auf eine zeitgemäße Art und Weise am besten machen kann. Wie findet man schnell kreative Ideen, die auch einen gewissen Programmierkenntnisse braucht, damit man mit diesen digitalen Daten umgehen kann? Das war eben das Format des Hackathons. Und schnell war allerdings auch klar, dass vielleicht ein Wochenende nicht reicht, um ein Projekt, so wie wir es eben gesehen haben, so weit zu treiben, dass es tatsächlich was Vorzeigbares hat. Und Coding Da Vinci wollte etwas mehr als nur den Ideenpitch am Ende des ersten Wochenendes, sondern wollte tatsächlich etwas, was man den Museen und der Öffentlichkeit dann zeigen kann, was an Werk da entstanden ist. Und deshalb wurde, glaube ich, nach dem ersten Jahr schon zwischen sozusagen der Auftaktveranstaltung und der Preisverleihung in der Entwicklungszeit gesteckt, von mehreren Wochen dann schließlich, die es dann den Teams erlaubt hat, tatsächlich zu Hause, aber betreut oder auch in Gruppensitzungen dann wöchentlich, an ihren Ideen weiterzuentwickeln, bis sie einen gewissen Grad an Fertigstellung erreicht haben, der dann auch großartig öffentlich zu präsentieren ist und tatsächlich Handfestes vorzuzeigen. Und was das dann sein kann, das sehen wir gleich. Ich möchte anfangen mit einem Beispiel gleich aus dem ersten Hackathon. Coding Da Vinci fand das erste Mal 2014 in Berlin statt, als bundesweites Event. Einer der Datengeber war das Museum für Naturkunde Berlin. Die hatten einen ganz besonderen Datensatz, nämlich Tierstimmen, Vogelstimmen, um genau zu sein, zigtausende Aufnahmen davon. Und die Frage ist, was macht man jetzt damit? So. Die Idee war, naja, wir wollen ja eigentlich den Leuten vermitteln, sich mit diesen Vogelstimmen auseinanderzusetzen und etwas über Vögel zu lernen. Und so ist die Idee gestanden, ja, wenn die Leute etwas lernen wollen, dann müssen sie Dinge wiederholen.
Und wann wiederholt man Dinge? Eigentlich jeden Morgen, wenn man den Wecker irgendwie hört. Also macht man einen Zwitscherwecker mit diesen Tierstimmen. Jetzt ist der besondere Clou allerdings, den Wecker kann man nicht einfach so ausschalten, sondern wenn er klingelt und man möchte ihn ausschalten, dann wird man mit einem Quiz konfrontiert, das einen nämlich fragt, zu welchem Vogel diese Stimme gehört. So, und spätestens dann hat man nach dem 10. Mal Aufstehen irgendwie sich gemerkt, wie denn der Spatz im Nachbarbaum klingt. So. Und das ist eben ein schönes Beispiel dafür, wie so eine kreative Auseinandersetzung eine behäbige Institution, also nichts für ungut, Museum für Naturkunde, aber so auf Ideen bringt, dass ja tatsächlich dieser Datenschatz für etwas anderes da ist als jetzt das Naheliegendste. 2016, also 2 Jahre später, ist Coding Da Vinci von Berlin nach Hamburg gekommen. Und das war dann eben der Zeitpunkt, wo ich eine Rolle spielte. Ich hatte das Vergnügen, da den Hackathon mit zu managen und zu organisieren. Und eines der Ergebnisse möchte ich vorstellen, vielleicht gar nicht mal, weil es jetzt technisch oder von der Darstellung her ein außerordentliches Beispiel ist. Das Chronoskop, was entstanden ist, das stellt digitalisierte Daten, digitalisierte Karten, wollte ich sagen, digitalisierte Karten aus der Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg dar. Das sind alles Karten von Hamburg selber, aus allen Zeiten, seit Gründung eigentlich der Stadt. Und das Chronoskop legt diese Daten maßstabsgetreu auf die aktuelle Google-Karte. Das heißt, man kann genau verorten, wo in diesem Fall 1657 irgendwelche Straßenverläufe waren und wie sich das Stadtbild an der Stelle bis heute verändert hat. Und das Ganze interaktiv und das Schöne an diesem Beispiel ist, es ist immer noch aktiv. Also das Chronoskop ist unter der eingeblendeten Adresse immer erreichbar. Und es ist insbesondere deshalb ein schönes Beispiel, weil der Entwickler, als er angefangen hat, das zu machen, eigentlich von der Stadtgeschichte Hamburgs keine Ahnung hatte, durch den Hackathon aber so dafür begeistert wurde, dass er dieses Projekt bis heute weiterentwickelt und immer wieder neue Karten abpflegt und eigentlich jetzt ein Vertreter für die Hamburger Stadtgeschichte ist. Es kann also tatsächlich Menschen für die Geschichte begeistern. Ein anderes Beispiel, was Museen vor Augen führt, dass man die digitalen Daten auch wieder zurück in die echte Welt bringen kann, ist der Kollektormat, der 2016 entstanden ist. Hier wurden die Fotografien und historischen Dokumente von Hamburg aus dem Museum für Kunst und Gewerbe und der Staats- und Unibibliothek genutzt, um etwas interaktivere Stadttouren zu gestalten. Man bekommt tatsächlich einen analogen Stadtplan mit einer Tour. Allerdings dazu auch gleich den Kollektormaten, eine kleine Kiste mit einem kleinen Schlitz. Und dieser Kollektomat mendelt sich jedes Mal, wenn man an eine der Zielpunkte in dem Stadtplan, in der Stadtführung gekommen ist. Und wenn man dann auf einen Knopf drückt, dann druckt er einem live mit einem Drucker in diesem Gerät eine historische Ansicht von dem Ort aus. Und zwar verschiedene, weil es gibt genügend historische Beispiele für die unterschiedlichen Orte aus allen Zeiten, sodass jeder mit seinem eigenen Führer auch sein eigenes Bild bekommt. Und das sind Aufkleber, das heißt, man hat praktisch sein eigenes Panini-Album am Ende mit einem Stadtführer, der einen daran erinnert, wie es so war, durch die Stadtgeschichte Hamburgs zu wandern. Und zwar individualisiert. Ein anderes, ganz anders geartetes Beispiel aus dem Hackathon 2018 in Rhein-Main. Ihr seht schon an den Namen. Inzwischen ist das Format so, dass es von Region zu Region weiterwandert, um unterschiedliche Museen und Bereiche auf sich aufmerksam zu machen und eben auch neue Benutzergruppen und Interessenten zu finden.
Dieses Beispiel heißt antlitz.ninja, könnt ihr auf dem Handy oder im Browser gerne aufrufen. Und letztendlich ist es ein kleines humorvolles Spiel. Vielleicht kennt ihr die Dinger auch noch aus der Kindheit. Die gab es auch in analoger Form. Dass man nämlich aus unterschiedlichen Bestandteilen neue Bilder zusammengesetzt hat. Und hier ist es eben mit einem Algorithmus gelungen, tatsächlich aus unterschiedlichen Gemälden aus allen Zeiten Gesichtsteile so auszuwählen, dass sie tatsächlich zusammenpassen in der richtigen Größe. Ihr könnt das gerne mal ausprobieren und am Ende kann man sich das Ergebnis dann auch runterladen und posten oder wie auch immer nutzen. Das Entscheidende an der Sache ist, glaube ich, so dieses kleine i, was ihr rechts unten so angeschnitten noch findet für die Informationen. Denn damit kommt man an die Informationen über die Gemälde, die man da gerade vor sich hat. Und die verlinken natürlich zurück auf die Museen und die originalen digitalen Daten. Und auf dem Wege schafft man eben die Neugier, die Leute auch mal auf die Webseiten der Museen zu bringen, ohne dass man jetzt irgendwie didaktisch mit der Keule um sich schlagen muss. Dann ein letztes Beispiel noch vom letzten Hackathon in Süd. Das heißt, in München fand das, glaube ich, statt oder bei München. Heißt 162 Ways to Die. Ein Museum hat Digitalisate von damit ich mich nicht vertue, Kupferstichen waren es, und zwar kleinformatige Kupferstiche von Ordensbrüdern aus dem 17. Jahrhundert, die so deren Leben veranschaulicht haben. Und die selber sind natürlich alles andere als selbsterklärend, wenn man sie im Museum findet. Und die Frage war, wie kann man jetzt deren Geschichten anders erzählen? Und 162 Ways to Die hat das folgendermaßen gemacht. Es hat Animationen zu den Geschichten produziert und die Geschichten dann entsprechend vorgelesen. Das passiert aber nicht einfach auf Knopfdruck, sondern man hat diese, ich sag mal, Spielfiguren aus Holz, die man frei auswählen kann und dann auf dieses Podest stellt. Und jede dieser Figuren steht für einen dieser Ordensbrüder. Es wird dann dessen Geschichte erzählt. Und wie der Name andeutet, sie enden alle nicht gut. Die Ordensbrüder fallen dann buchstäblich am Ende tot um. Das Ganze ist eben eine schöne Art und Weise, das interaktiv zu gestalten und zum Anfassen. Und dieses Projekt wurde jetzt auch erstmalig mit anderen zusammen in einem Stipendium gefördert. Man kann jetzt also beantragen, wenn man da ein Projekt begonnen hat, es auch tatsächlich weiter zu entwickeln nach dem Hackathon selber und in unter Umständen eine kommerzielle oder weiter im Museum vorhandene Funktion zu bringen. Zusammenfassend vielleicht jetzt auch hier für alle Teilnehmer und Teilnehmerinnen, so meine Beobachtung, was so eigentlich erfolgreich ist und wie man Menschen tatsächlich für dieses Thema begeistert, sind eigentlich die bis zu einem gewissen Grad auch Synonyme. Die Dinge sollten interaktiv sein. Es sollte ein spielerischer Umgang sein, wenn möglich. Zum Anfassen, nicht nur einfach irgendwas auf dem Bildschirm, sondern es ist immer sehr schön, etwas selber bewegen zu können. Multimedial, also nicht nur auf einer Ebene anzusprechen, sondern alle Sinne anzusprechen. Und die Erfahrung, die jeder Einzelne hat, soll was Besonderes sein. Also jeder soll was anderes erleben können und seine eigene Geschichte wiederfinden. Und damit komme ich zum Ende. Hier ist nochmal die Webadresse codingdavinci.de, wo ihr alles findet. Kleiner Tipp, gerade für den Hackathon hier, wenn ihr Material braucht, unter offenen Lizenzen, unter codingdavinci.de Daten, findet ihr alles. Und damit kann ich nur noch sagen, viel Spaß und Erfolg